Extreme versus Arna. Liebe Freunde der Arena Leiterburg, wir sind mal wieder da zu einer weiteren Folge der Arena. Mit mir, eurem Sefi, und heute spielen wir gegen Spätzdev, wie er auf Discord heißt oder Ingame Extreme. Und er kämpft heute gegen Arna, die Rettungsschwimmerin. Ja, in den letzten Folgen haben wir gesehen, dass viele Leute an die Wand geklatscht wurden von meinen Teams. Und daraufhin habe ich im Discord einfach mal gefragt, wer von euch kann denn überhaupt etwas? Wer von euch ist denn krass? Und Spätzdev hat sich gemeldet und gesagt, ich bin krass. Und ob das so ist, das werden wir heute sehen, Freunde. Er ist ein vielversprechender Teilnehmer mit einem interessanten Team. Was aussieht wie folgt. Alola Volnona. Ein Rotom Heat, Garados, Gala, Smogmog, Metagross und ein Dragoran. Dragoran ist sehr beliebt in diesem Turnier, habe ich das Gefühl. So, auf jeden Fall spielt er gegen Arna, die Rettungsschwimmerin. Scheinbar ist er entweder ein Sugoi Sugoi Anime Weeb oder er lässt sich einfach sehr, sehr gerne von Pamela Anderson aus, ihr wisst, retten. Oh, vom Strand. So, ich sollte jetzt aufhören zu quatschen und mal mein Lied picken. Was nehmen wir denn? Ich sehe, dass Perla einen ziemlich guten Job macht in diesem Team. Pelipper probably ebenfalls ganz gut ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er mit Rotom leadet, weil er den Volt-Switch da drauf hat. Gary könnte ebenfalls ganz gut sein und Sandy, maybe. Oder Mrs. Puff oder Bruce? Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr Power und etwas, was outspeeden kann. So, okay. Dann nehmen wir dieses Team, Freunde. Und jetzt stürzen wir uns in die tosenden Wellen. Auf geht's. Baywatch Reloaded. Und er beginnt mit Extreme. Beziehungsweise Extreme beginnt mit... einfach nur Smogmog, okay. Keinen Spitznamen. Alright. Interesting. Hat jetzt also zur Folge, dass Nils nicht seinen Niesel rausbekommt. Right? Und wenn ich jetzt zu Perla gehe, weil er auf die Elektroattacke geht, dann aktiviert sich der Voltabsorber nicht. Das heißt, ich muss zu Gary. Aber Gary kann er einfach mit Feenattacken killen. Was er macht. Das ist sehr interessant. Smogmog ist ein sehr gutes Pokémon gegen dieses Team. Smogmog ist ein sehr gutes Pokémon gegen dieses Team. Gala Smogmog mit einer sehr guten Fähigkeit. Dieses Team basiert nämlich quasi auf seinen Fähigkeiten. Wir haben so viele Absorber-Fähigkeiten wie hier Volt-Absorber oder ich glaube, wir haben auch Vegetarier. Bin mir nicht ganz sicher. Wir werden sehen. So, auf jeden Fall gehe ich jetzt auf ein Erdbeben. Er bleibt drin. Und das macht okayen Schaden. Es macht nicht sehr viel. Aber es macht okayen Schaden. Smogmog hat natürlich noch die Überreste, ne? Okay. Wir machen was anderes. Wir machen jetzt ein bisschen Risiko. Wir gehen zu Bruce und gehen auf den Psychobeißer. So. Oh no, er geht auf Irrlicht. Oh boy.
Oh, das war ein sehr guter Play von ihm. Damit ist quasi Bruce nutzlos. Alter, Smogmog wallt uns übel, ne? Damn, Bro. So, wird er drin bleiben und auf den Donnerblitz gehen? Probably. Digga, ich komme nicht gegen dieses Smogmog durch. Das ist ein echter Threat. Wird zurückgerufen. Okay, was kommt rein? Kokomi. Oha. Auch wieder ein Genshin-Spieler. Mit Bedroher. Tja, jetzt sind wir auf minus 3. Werden gar keinen Schaden mehr machen. Ja. Ein bisschen. Bisschen Schaden. Okay. Jetzt holen wir aber den Nils, denn es muss regnen. Wir müssen die Gelegenheit nutzen. So, da kommt der Niesel. Ich weiß nicht, ob es klug war, hier nicht einfach noch mehr Schaden anzurichten. Er geht jetzt natürlich zu Dragoran und will einen Drachentanz aufsetzen. Das ist natürlich verständlich, aber ich meine, ich hätte auch zu Perla reingehen können. Okay, gehen wir auf den Orkan. Und dann schauen wir mal, was passiert. Die Möglichkeit ist da, dass wir das Ding verwirren. Oh no! Trifft Orkan nicht Pokémon mit Sprungfeder? Ah, das macht, glaube ich, sogar Double Damage, Bro. Oh boy! Ja, fliegende oder sprungfedernde Pokémon werden ebenfalls von Orkan erfasst. Und leider haben wir keine Verwirrung bekommen. So, okay. Dann kommt Bruce jetzt eben wieder in den Kampf. Und jetzt müsste er eigentlich mit dem Psychobeißer killen. Weil wir haben gesehen, es hat nicht so viel gemacht. Aber da war er auf minus 3 mit dem Bedroher. Right? Und wir sind trotzdem schneller als Kokomi. Weil wir erstens schnell as fuck sind und zweitens noch Wassertempo haben. Und das war's mit Kokomi. Sehr schön. Da haben wir das Garados unschädlich gemacht, trotz unseres verbrannten Bruces. Und jetzt ist die Frage, was wieder reinkommt. Ich frage mich, ob er überhaupt Donnerblitz auf seinem Gala Smogmog hat oder nicht. Bruce, auch so ein interessantes Design, ne? Mit seiner Schwanzflosse, die einfach rotiert. Wie so ein Torpedo. So ein geiles Pokémon. Generation 8 hat so nice Pokémon hervorgebracht. No joke. So, jetzt überlegt er sich wahrscheinlich, ne? Jetzt haben wir halt den Regen draußen und es ist zwar verbranntes Ding, aber es wird immer noch gut knallen. Beauty. Hm, er entscheidet sich, den Hagel rauszubringen. Sehr gute Idee. Damit sind wir jetzt nicht mehr doppelt so schnell, aber wir sind immer noch schneller. So, wir müssen Beauty aber weghauen. Die Frage ist, wie viel Init habe ich? Probably mehr. Ja, 188. Ich hau Speed auf jeden Fall Beauty. So, dann gehe ich auf eine Kaskade. Oh, warte mal. Wir sind ja gebandet. Okay, dann muss ich auf Psychobeißer gehen. Machen okayen Schaden. Da kommt der Aurora-Schleier. Was er vielleicht vergisst, ist, dass Psychobeißer den Aurora-Schleier wieder kaputt macht. Das bedeutet, wir können einfach auf den Psychobeißer gehen die ganze Zeit. Wer es nicht wusste, der Aurora-Schleier ist quasi ein Lichtschild und ein Reflektor gleichzeitig. Kann nur aktiviert werden, wenn es hagelt. Und das bedeutet, die Verteidigung und die Spezialverteidigung wird quasi um 50% geboostet. Beziehungsweise um 100%. Ich weiß gar nicht, wir machen nur noch halb so viel Schaden. Aber der Psychobeißer beißt eben durch diesen durch. Und das bedeutet, den resistieren wir. Und selbst wenn er jetzt nochmal für einen Aurora-Schleier geht, wird das reichen, um Vulnona zu killen. Das heißt, Bruce hat
unglaublich viel gemacht, trotz seiner Verbrennung. Bleibt er drin? Wechselt er raus? Er bleibt drin. Und damit verliert er Vulnona. So, reicht der Hagel plus Burn? Wahrscheinlich. Nein? Wow. Gerade so nicht. Okay, jetzt muss er einen Ass aus dem Hut zaubern, sonst ist dieser Kampf für ihn wahrscheinlich vorbei. Da kommt Dragoran. Okay. Bei Dragoran möchte ich einfach nur die Multishuppe brechen, aber es kann sein, dass er Turbo-Tempo hat. Nein, geht nicht auf das Turbo-Tempo. Er geht auf den Drachentanz. Okay, fair. Damit habe ich aber die Multishuppe gebrochen und das kann unter Umständen ein bisschen kacke sein für ihn. Wobei der Hagel sowieso die Multishuppe gebrochen hätte, I guess. Gut. Dann kommt jetzt Perla rein. Die Tochter von Mr. Krabs. Die verwöhnte Göre und drückt auf den Eisstrahl. Und ich glaube nicht, dass Dragoran mich one-shottet. Außer es hat Erdbeben. Aber eine Drachenklaue wird nicht reichen. Perla ist viel zu dick. So, und das ist vierfach effektiv und reicht, um Dragoran rauszunehmen. Und das sieht nicht so gut aus jetzt für unseren Gegner. Was hat er noch in der Hinterhand? Hat er nur noch Smogmog? Ja. Okay, das bedeutet Gary und Perla gegen Gala Smogmog. Ich glaube, ich drücke auf Siedewasser und nicht auf Donner. Weil Donner ist sehr gefährlich. Wenn ich das Ding verfehle, not good. So, da kommt der Wunderdampf. Der wird uns wahrscheinlich killen. Nein? Wow. Gerade so nicht, ne? Okay, und ich denke, wir gewinnen das. Weil ich glaube nicht, dass Smogmogs Wunderdampf gegen ein Assault Vest Gudra at Half-Life reicht. Wenn wir burnen, ist es probably besiegelt. Und wenn nicht, dann hätte Gudra sein Übriges getan. Wobei die Überreste Smogmog nochmal protecten. Das bedeutet, wenn Smogmog jetzt crittet, könnte er das Game gewinnen. So. Nur um sicher zu gehen, ich drücke auf Earthquake, right? Draco Meteor ist wirkungslos. Donner und Blattgeißel können verfehlen. Wir drücken auf Erdbeben. Oh, warte mal, wir outspeeden ihn sowieso. Well. Das war's. Mit Xtreme und seinem Team. Vielen Dank fürs Mitspielen, Xtreme. Dankeschön, dass du dabei warst. Aber meine Freunde, auch das war wieder eine Niederlage. Und das war der Teilnehmer von allen, der gesagt hat, ich bin krass, wähl mich, ich werde dich besiegen. Der erste Arenaleiter. Ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube nicht, dass ich so gut spiele, Leute. Ich habe lange, lange kein Competitive mehr gespielt und ich spiele diese Teams zum ersten Mal. Die sind absolut ungetestet. Ich habe keine Ahnung, wie stark die sind oder whatever. Aber ich habe das Gefühl, ich habe heute scheinbar eine Glückssträhne. So, ja, das war's. Auch mit der heutigen Folge wieder, Freunde. Alter Schwede. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr die Folgen lieber mögt, wo ich einfach einen Teilnehmer quasi bekämpfe. Oder ob ihr die Folgen lieber mögt, an denen ich zum Beispiel zwei Teilnehmer bekämpfe. Das erste ist meistens so um die Viertelstunde und das zweite geht dann meistens so 20, 30 Minuten. Ich weiß nicht, habt ihr dieses Format lieber ein bisschen in längerer Form oder findet ihr es kurz und knackig auch ganz cool?
schreibt es mir unbedingt in die Kommentare, dann werde ich die Arena-Leiterburg in Zukunft so ein bisschen anpassen. Aber das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.